Die vier Bischöfe, die vor wenigen Tagen die Finanzierung des Synodalen Ausschusses verweigert haben, stehen zurzeit natürlich im Fokus der linkskatholischen Kritik. Diese Kritik ist recht gereizt, genervt, ja, aber sie zeigt etwas anderes. Man merkt, dass der ganze synodale Weg, dieser ganze Linkskatholizismus schon seit einer sehr langen Zeit völlig unter sich lebt und überhaupt sich keine Gedanken gemacht hat über die ganze Kritik, die von überall kam, über den synodalen Weg. Ja, das heißt, sie äußern völlige Verständnislosigkeit über die vier Bischöfe, die diese Finanzierung verweigern. Und die Argumentation zeigt, dass für sie ist der synodale Weg der einzig gangbare Weg für die katholische Kirche in Deutschland. Und damit müssten sie eigentlich sagen, auch für die katholische Kirche auf der ganzen Welt. Ja, man merkt, sie leben in einer Blase. Sie haben längst den synodalen Weg völlig dogmatisiert. Der absolute Referenzpunkt sind die Dokumente des synodalen Weges und der synodale Weg schlechthin. Und offensichtlich hat der ganze Katechismus, die ganze Lehre der Kirche, die ganze Tradition für diese Leute kaum noch irgendwie eine Bedeutung. Sie sind völlig fixiert auf den synodalen Weg. Das heißt, man sieht eigentlich, wie der synodale Weg hier gewisse, ja, Sphären gebildet hat, die eigentlich miteinander überhaupt nichts zu tun haben. Das einzig Erfreuliche, ich werde gleich ein paar Stellungnahmen zeigen, das einzig Erfreuliche ist, dass zumindest die Bischöfe sich etwas zurückgehalten haben und nicht so richtig so gereizt reagiert haben und so. Ich hoffe, dass einige liberale Bischöfe merken, wie der synodale Weg wirklich die katholische Kirche völlig polarisiert in Deutschland, ja. Aber schauen wir uns ein bisschen so, welche Stellungnahmen es gab. Und ich fange an mit, das sind Stellungnahmen der katholischen Frauenverbände, KfD und KDFB. Ja, sie sind wirklich unfassbar. Und das ist alles zitiert aus katholisch.de, diese beiden. Und zwar, so sagt es, die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands und der katholische Deutsche Frauenbund zeigten sich in einer gemeinsamen Erklärung am Dienstag ratlos über Blockadehaltung und Realitätsverweigerung. Also wenn Sie sagen, okay, Realitätsverweigerung, haben diese Damen in diesen beiden Verbänden eigentlich nie gemerkt, dass es wirklich eine massive Kritik gab am Synodalen Weg und insbesondere am Synodalen Rat. Ja, das heißt, dieser Brief, der vom 16. Januar 2023 von drei Kardinälen unterschrieben und außerdem mit ausdrücklicher Approbation des Papstes, hat das überhaupt keine Wirkung gehabt. Ja? Denn das führte ja dazu, dass diese vier Bischöfe gesagt haben, pass mal auf, das geht nicht. Ja? Wir können nicht ständig irgendwie unsere eigene Ding hier durchziehen, ja, und überhaupt nicht auf die ganze Kritik aus Rom, vom Papst, vom Vatikan etc. und überhaupt von der ganzen Weltkirche und von vielen Katholiken in Deutschland. Die können wir nicht ignorieren, das müssen wir endlich mal ernst nehmen. Das ist ja praktisch die Basis der Argumentation der vier Bischöfe. Und so heißt es weiter, offensichtlich haben vier Bischöfe den Ernst der Lage immer noch nicht erkannt. Ich meine, überlegen Sie, ja. Gläubige verlassen in Scharen die Kirche. Durch sexuellen und spirituellen Missbrauch von Klerikern wird das Evangelium verdunkelt, sagt die stellvertretende KfD-Bundesvorsitzende Agnes Wuckel. Das heißt, für sie ist völlig, versteht, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass man irgendwie Probleme hat mit diesem synodalen Ausschuss und mit dem synodalen Weg überhaupt. Also für sie, das ist völlig außerhalb jeden geistigen Horizont ist offensichtlich. Für sie ist das völlig dogmatisch inzwischen geworden. Ja, und eine andere Dame, und zwar, das ist Frau Maria Flachsbart, eine ehemalige CDU-Abgeordnete, schrieb, glauben die Neinsager tatsächlich die tiefgreifende Krise der Kirche, in deren Folge die Bischöfe das CDK gebeten hatten, sich auf den synodalen Weg zu begeben, ließe sich zu lösen? Fragt KfW. Okay, aber Sie könnten natürlich auch fragen, okay, lässt sich diese Krise der Kirche auch mit dem synodalen Weg? Ja, sieht sie nicht, was der synodale Weg überhaupt bewirkt hat an Spaltung, an Kritik auf der ganzen Welt? Man merkt hier, diese Leute, ja, also das ist irgendwie fast autistisch, irgendwie, wie sie sich verhalten. Offensichtlich ist es so, für sie ist der synodale Weg die einzige Lösung. Die haben das dogmatisiert inzwischen, ja. Und da hat wirklich Bischof Betzing eine erhebliche Verantwortung für diese Haltung, ja. Denn er hat einfach so gepocht, dass diese ganze Geschichte
so durchgesetzt wird. Und er hat ja auch jede Kritik irgendwie abgewiesen. Er wollte sich niemals mit der ganzen Kritik am synodalen Weg beschäftigen. Und offensichtlich die ganzen Laien auch da in der Synodalversammlung haben es ihm ja nachgemacht. Die haben gesagt, okay, es interessiert uns nicht, wir werden das durchziehen, wir haben Geld, ja, wir haben Theologen, wir haben Fakultäten, Theologiefakultäten, wir werden unsere eigene Theologie aufbauen und es ist uns völlig egal, was andere Leute dazu sagen. Offensichtlich hat sich dann diese Bunkermentalität da ausgebildet. Auch die Schwester Katharina Klutmann, ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche, hat in Neues Leben auch ein Interview gegeben, ein großes Interview, und die ist auch fassungslos, wütend etc. Und sie sagt: Leider bin ich nicht überrascht, ich bin wütend, ich bin enttäuscht, vor allem bin ich wütend und ich bin besorgt, was dieses Signal wieder einmal für ganz viele Menschen bedeutet, die weiter die Hoffnung verlieren, dass man in dieser Kirche das Evangelium leben kann. Das heißt, man kann das Evangelium nur in dieser Kirche leben, wenn man den synodalen Weg bedingungslos befürwortet und diesen synodalen Ausschuss. Also, was denken Sie sich eigentlich, ja? Also, sie sollte sich vielleicht mal, diese ganzen Leute sollten mal vielleicht sich mit der Kritik am synodalen Weg beschäftigen, ja? Also, für sie ist das die einzig gangbare Art und Weise, wie man das Evangelium verkündigen kann. Also, das muss man vorstellen, also, welche Hybris da sich irgendwie aufgebaut hat bei diesen Leuten im synodalen Weg. Theologe, der Professor Thomas Söding, das ist der Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und damit auch der Vizepräsident des Synodalen Weges und einer der bedeutendsten Theologen im Synodalen Weg, der geht jetzt wieder ran an die Machtfrage und damit zeigt er eigentlich, worum es geht. Es geht im Grunde um den Zentralkomitee der deutschen Katholiken um die Macht. Das wurde in einer ganzen Reihe von Aussagen in der letzten Zeit, in den letzten Monaten sehr deutlich und das wird auch hier wieder sehr deutlich. Der Synodale Rat im Bistum und auch bis Bundesebene wird kommen, wie er heißt, ist nicht wichtig. Das ist O-Ton Professor Söding. Aber wichtig ist, dass gemeinsam beraten und entschieden wird. Okay, und dass genau dieses Wort entscheiden, das hat der Vatikan gesagt, und zwar mit einer sehr deutlichen Sprache und auch mit einer sehr ausführlichen Erklärung gesagt, das geht nicht. Die Bischöfe können die Entscheidungsmacht, die Entscheidungsbefugnis nicht abgeben, das geht nicht, weil das widerspricht ja der sakramentalen, der hierarchisch verfassten Kirche, das geht nicht, ja. Und das ist nämlich, er wiederholt immer wieder, in jeder Aussage sagt er, wir wollen entscheiden. Und zwar insbesondere über das Geld. Das Nein davon, wir Bischöfen, hat das Ja von 23 anderen nur unterstrichen, dass die DK steht ohne in festem Beschluss. Und da heißt es, alles, was mit Finanzen zu tun hat, alles, was mit Finanzen zu tun hat. Und denn darum geht es am Ende, letztendlich. Ich meine, wie viele Synodalen sagen, pass mal auf, es ist uns egal, die ganzen Texte wahrscheinlich, wir wollen eigentlich Macht über das Geld haben. Ich bin sicher, dass viele das im Grunde so sehen. Ja? Und deshalb wollen sie keine eigene Kirche gründen. Deshalb wollen sie natürlich das Kirchensteuergeld haben, die ganzen Vermögen werden und so weiter und gehen eben nicht zur altkatholischen Kirche, wie das andere tatsächlich schon gemacht haben. Alles, was mit Finanzen zu tun hat, gehört ganz nach vorn. In den Bistümern und Vereinen ist es schon so. Die Bundesebene muss jetzt nachziehen, so wie bislang. Geht es nicht weiter. Es sind unsere Kirchensteuermittel. Und wenn er mit unsere Kirchensteuermittel meint, er das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Das heißt im Grunde genommen den Verbandskatholizismus. Das sind alles Vertreter von euren Verbänden, von Parteien, etc., etc., etc. Er sagt, das sind eigentlich diejenigen, die im Grunde genommen über die Zukunft und über das Geld der Kirche entscheiden sollten. Ja. Das heißt, diese Leute haben überhaupt nicht im Blick auch den ganz normalen Gläubigen, der jeden Tag in die Kirche geht, der einfach Rosenkranz beten will und so weiter. Diese Realität scheint für diese Leute überhaupt nicht zu existieren. Das heißt, für sie ist die katholische Kirche sowas wie ein Verband von Verbänden. Ja, so reden die. Und die sind sauer, sie sagen, okay, warum in so einer Konstellation sollen nur die Bischöfe über das Geld entscheiden, wo wir doch ja auch sehr starke Verbände haben mit vielen Mitgliedern, wir machen einen Haufen Sachen. Zum Teil sind das ja auch sehr reiche Verbände, weil sie ja natürlich sehr viel Staatsgeld bekommen, ja, für karitative Arbeit und so weiter, was in Ordnung ist, ja, das kritisiere ich jetzt nicht. Das heißt, sie sagen, okay, warum darf nur dann ein Bischof darüber entscheiden? Weil die natürlich eine völlig andere Idee letztendlich schon inzwischen von Kirche haben, ja, und die ganze Idee von Synodalität, also für den ist das im Grunde eine Art Verband, so. Das Interessante, und das ist damit wendig, dann auch ist zum Beispiel eine Stellungnahme von Bischof Kohlgraf. Und die zeigt auch wieder, dass diese Resistenz, diese völlige Abneigung, sich mit irgendwie mit Kritik zu beschäftigen, ist wirklich
schon sehr bezeichnend. Ja, das ist wirklich erstaunlich, denn er fühlt sich auch jetzt angegriffen. Ja, er hat gesagt, wir wollen doch der Synodale Weg ist keine spalterische Veranstaltung und so weiter, obwohl ihm wirklich sehr viele das vorgeworfen haben, auch beim Ad Limina Besuch. Sie sehen, nochmal, ich muss mich leider wiederholen, die ganze Kritik, die kommt da nicht an. Also die können das irgendwie gar nicht einordnen, offensichtlich. So verschlossen haben sie sich in diesen komischen Theorien des Synodalen Weges. Und er sagt einen Satz, der wirklich verblüffend ist. Ich will betonen, dass wir den Synodalen Weg sehr wohl als Beitrag zur Weltbischofssynode verstehen und diese auch aufmerksam verfolgen werden. Kardinal Grätsch hat neulich gesagt, die Weltsynode hat mit dem Synodalen Weg nichts zu tun. Ja, das sind ganz andere Themen, das ist eine Geschichte, das haben die Deutschen irgendwie so gemacht für sich selbst. Ja, also das hat nichts damit zu tun. Und er hat ganz deutlich gesagt, wo er hinkommt, er hat Bangladesch zitiert, eine ganze Reihe von Ländern in Asien etc. Alle Leute sind alarmiert über den deutschen Synodalen Weg. Ja, also das nimmt er nicht zur Kenntnis. Ja, dass da wirklich eine Distanzierung ist der Weltsynode. Kardinal Grätsch ist sozusagen der Organisator der ganzen Sache. Ja, das interessiert ihn nicht. Bei der Präsentation des Instrumentum Laboris hat Kardinal Hollerich auch ganz klar gesagt, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja, es ist auch, wir werden auch nicht die Themen des deutschen Synodalen Weges machen. Die Weltsynode ist keine Synode über Homosexualität oder dann nicht etc., aber er meint immer, also bestimmte Themen, die auch in dem deutschen Synodalen Weg irgendwie behandelt worden sind, sehr intensiv, ja, die ganze Methode, die ganze Stimmung, überhaupt diese konfrontative Stimmung, sagt er auch, das ist nicht unser Ding, ja, das ist auch eine deutliche Distanzierung. Und es gibt auch die ganzen sehr deutlichen Distanzierungen vom Papst Franziskus, der ja eigentlich das Ganze überhaupt kreiert hat. Er kam ja auf die Idee, diese Weltsynode zu machen, und er hat auch ganz klar gesagt, also das, was da die Deutschen machen, das ist deren Sache, das hat eigentlich mit einer Synode nichts zu tun, eine Synode ist kein Parlament, etc., etc., etc. Ja, also er hat ganz klar, wirklich die Kritik ist wirklich sehr ausgeprägt, sehr intensiv. Ja, das haben wir auch in diesem Kanal sehr viel besprochen. Trotzdem pochen die darauf, diese Deutschen, also dieser Bischof Kohlgraf von Mainz, die pochen darauf, nee, das ist unser Beitrag zur Weltsynode. Aber die Weltsynode will inzwischen gar nicht mehr haben, weil der synodale Weg ist sozusagen der beste für die ganzen Gegner der Weltsynode, die sagen, okay, schau doch, was in Deutschland passiert ist, ja, zu welcher Polarisierung es geführt hat, ja, und das, was ich erstaunlich finde, ja, ich hätte schon erwartet, dass so ein paar Synodale, die den Synodalen Weg gut finden, zumindest jetzt, nachdem sie ja im Grunde genommen ihre Dokumente ja durchgekriegt haben, sich doch ein paar Gedanken machen, warum wohl Leute dagegen sind. Ja, weil sie natürlich sehen, der Glaube, ihr Glaube, den sie erhalten haben, ja, von der Kirche, wird angegriffen. Die Sexualmoral etc., etc., die ganzen Themen, die wir hier schon zigmal behandelt haben. Aber diese Haltung, diese Bereitschaft scheint überhaupt nicht zu existieren. Sie wollen definitiv ihre eigene Kirche bilden. Ja, das ist offensichtlich. Und diese Kirche muss den Label katholisch haben, weil, wie wir gerade gesehen haben, es am Ende letztendlich ums Geld geht. Ja, also das ist die ganze Sache. Also Sie sehen, also das Fazit, was ich hier aus diesen Stellungnahmen habe, ist, dass die Leute, die sich total eingelassen auf diesen synodalen Weg, inzwischen in völlig getrennten Sphären leben. Also ich glaube, da kann wirklich nur noch der Heilige Geist etwas bewirken, damit sie sich wieder so ein bisschen anschließen, ja, an die Weltkirche, an den katholischen Glauben, wie er seit 2000 Jahren existiert, und dass sie vielleicht merken, okay, vielleicht sollten wir ein bisschen über unseren synodalen Horizont hinwegschauen und uns vielleicht Gedanken machen, ob der oder diejenige Kritik vielleicht doch nicht angemessen ist. Das wäre vielleicht zu wünschen, zumindest als ein Anfang der Einsicht, dass diese ganze Geschichte wirklich eine Katastrophe ist. Vielen Dank.